Okay, willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario. Was? Das kann man verschieben? Wer hätte das gedacht? Ist das alles? Ich weiß nicht. Ich glaube, hier kann man noch. Vielleicht kann man da noch was mit Bombette wegschmeißen, wer weiß. Ich glaube nicht. Nee. Ja, wir gehen mit Bombette mal dadurch. Oh, was ist los? Du bist zurückgekommen! Du bist aus deinem unterirdischen Verlies entkommen! Aber das ist doch absolut unmöglich! Grrr, das muss ein Trick sein! Aber ich fürchte, mein Wort muss sich wohl halten. Du darfst passieren. Grrr. Aber glaube ja nicht, dass ich das vergessen werde. Okay, danke. Tschüss. Oh, ich habe einfach seinen Kopf gespalten. Und wetten, hier sind Speicherblöcke. Ja, hier sind Speicherblöcke. Ich hätte hier speichern können. Egal. Gehen wir weiter. Weiter. Wir werden mit 5 Lebenspilzen wohl kaum Game Over gehen. Also wir den brauchen. Okay, hier links ist glaube ich ein Itemshop, den wir nicht brauchen, aber ich zeige ihn trotzdem mal, weil ich nett bin. Ja, ist ein Itemshop und da ist ein Goomba, den kann man nicht töten, der verkauft die Items. Jo. Wenn das Lebenspilz oder so wäre, dann wäre das gut. Hier ist sozusagen eine kleine Stadt und ein Bowser-Schloss. Ich glaube hier geht's weiter, ich bin mir nicht sicher. Und hier unten kann man glaube ich, wenn ich mich noch richtig erinnere, kann man hier unten sich auffrischen gehen. Denn hier hat es ein Bett oder so. Naja, nicht wirklich ein Bett, aber so ein Bettmäßig. Ihr werdet schon sehen. Aber man muss zuerst den Typen hier besiegen. Okay, dann machen wir das kurz. Zack. Boah. Na Mann, ey. Ah, ist nur einer, da kann mir das drin lassen. Das geht zack, zack. Das geht zack, zack. 7 Schaden schon und jetzt zack, 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 zack. Und drüber lassen und loslassen. Zack, boom. Okay. Danke, das war's. Tschüss. Bin ja schnell. Ich mag's, wie hinten das Schloss noch so dran ist. Das ist echt Detail. Details. Hallo, ich möchte das auch machen. Danke, jetzt kann ich hier durch und. Cool. Und wenn man mit diesem Tod hier spricht, unser Slogan heißt bla bla bla. Und da kann man dann schlafen. Das ist voll praktisch, voll gut. Seht ihr, hier ist ein Bett. Oh Gott, wieso macht er das wie mit der Decke und wieso wird er auf einmal so dunkel? Fragen über Fragen. Ja, ich habe geschlafen. Danke, tschüss. So, ich lasse dich mal so. So, zack. Ich möchte nur hier raus. Okay. Was kann ich so erzählen? Ich könnte erzählen, ich war gestern im Kino. Yeah. Und wisst ihr, was das Beste ist? Heute ist Pfingstmontag, da habe ich frei. Das hat gar nichts mit dem Kino zu tun. Oh Gott. Egal, gestern war ich im Kino, ihr wollt bestimmt wissen, welchen Film ich gesehen habe. Oh, das werde ich euch nicht verraten, das sage ich euch erst im nächsten Part. Habt ihr den Grund, im nächsten Part zu sehen? Ne, Quatsch, ich sag's euch, ich war Man in Black 3 gucken, das war voll der coole Film. Oh Gott, voll viel zum Ausweichen. Viel zu viele Gegner, ich fliehe. Oh, das war knapp. Okay. Ja, das kann ich drin lassen. Das geht eh voll kurz. Geh weg. Ich springe einfach immer, wenn er das White macht. Und ich bin wie jetzt viel zu schnell. Guckt euch das an. Ich bin der Schnellste. Die schnellste Faust. Die schnellste Maus von Mexiko. Oh, ich musste husten. Ich sterbe, glaube ich. Nee, Quatsch, ich sterbe doch nicht. Okay. Oh, hier ist ein Sprungbrett. Gut. So, jetzt ziehen wir nach links. Okay, hier kann man hier irgendwas machen. Yeah. Oh, Wasser. Wasser. Oh, ja, stimmt. Ah ja, jetzt kommt hier der Abschnitt, wo wir nicht Bombette brauchen, auch nicht Lucky Lester, auch nicht Paracarry. Wir brauchen hier wen anders. Wir brauchen Sushi. Yeah, Sushi. Wir haben dich schon vermisst. Nicht wirklich, aber egal. Ist hier rechts noch irgendwas? Nee, da ist nichts. Vielleicht habe ich was verpasst. Oh Mann, ey, nein. Ich glaube nicht, dass da rechts noch was war, oder? Ist ja voll scheiße, wenn man da nicht wieder zurück kann. Oder vielleicht kann man das Wasser wieder runterlassen, indem man hier die Spüle drückt oder so. Ich kann jetzt gar nicht mehr zurück. Oh, wie nervig. Egal, ich will auch gar nicht zurück. Ich will immer weiter. Okay, hier runter und hier drücke ich. Und da kommt das Sprungbrett raus, kann ich irgendwie... Nee, da ist nichts. Okay. Kommt das Sprungbrett, können wir drüber springen. Oh, jetzt brauchen wir Bombette. Oh, what the fuck, das ist voll kreativ von den Entwicklern. Und Sushi ist an der Wand eigentlich stecken geblieben. Aber ist trotzdem reingekommen. Oh, weißt du, dieser hübsche Hirn, was soll ich jetzt machen? Ich springe einfach mal so in der Luft. Oh, da ist ein Schalter runtergefallen. Oh, guckt euch das an. Voll cool. Ja, voll der Geheimweg. Oh, wieso geht der so lange? Oh, Mann, ey, muss doch nicht.
Kann nicht einfach hier die Kette von der Decke runterkommen oder so. Muss das hier so ein ewig langer Weg sein? Oh Gott. Voll nervig. Und schön hier anspringen, dann kommt wieder mehr Wasser. Ja, wir checken es. Oh, das wird voll lange herausgezogen, das Spiel hier. Ich sag's euch, das ist alles künstlich ewig lange hinausgezogen. So, gehen wir. Oh, ich muss gern. Gerne nicht, Junge. Das ist nicht Entertainment. Entertainment ist nicht gehen. Okay, gehen wir. Oh Gott. Gehen wir hier nach links und da können wir wieder Sushi rausholen. Yay. Wir haben dich schon vermisst, Sushi. Nicht wirklich. Bum, bum, bum. Gehen wir hier rüber und da ist ein Schlossschl. Oh, sag mir nicht, dass ich... Muss ich jetzt... Oh Gott, nein, ich muss wieder alles... Nee, nee, oder? Ich muss wieder das ganze Wasser runterlassen. Sag mir das nicht. Nö, ich muss es, glaube ich. Machen wir das. Oh Gott. Oh, das wird hier echt... Seht euch das an, das ist voll unnötig. Das ist ein Teil des Spiels, der voll unnötig ist. Ich finde den kacke. Oh, die Toilette wird gespült. Juhu. Und weg hier. Oh, ich weiß auch gar nicht, was ich hier sagen soll. Das ist voll hier... Das ist die Falle für Let's Player, damit die nicht wissen, was sie sagen sollen, weil sie zweimal das Gleiche zeigen eigentlich. Und das ist langweilig und da wissen sie nicht, was drüber reden, weil sie schon beim ersten Mal alles drüber gesagt haben. Und jetzt kommt das zweite Mal und da wissen sie nicht, was drüber sagen, weil eigentlich schon alles drüber gesagt wurde über diesen Teil. Und ja. Oh Mann. Oh Mann, ey, ich fühle mich voll männlich, wenn ich so rede wie ein Mann. Und sonst rede ich eigentlich so. Oh, wie ein dummer. Dummer Hund. Dummer Hund. Dummer Sack. Dummer Fisch. Fisch. Fisch ist dumm. Okay. Fische sind wirklich dumm. Guckt euch an, Fische. Ja, die machen immer so. Immer so machen die. So mit dem Mund so. Ich kann es nicht zeigen, aber ihr wisst schon. Mit dem Mund so, die bewegen so. Wie die atmen würden mit dem Mund, aber die atmen ja nicht mit dem Mund. Das ist voll dumm. Egal, hier geht's weiter. Oh, die Musik geht mir langsam auf den Zeiger. Oh mein Gott, hier kommt der Abschnitt. Okay, neue Gegner. Eine Bombe. Super. Boom. Und die halten nicht viel aus, aber die sind nervig, weil man da viel reinrennt in die. Und hier kann man eigentlich auch ganz gut leveln. Yeah. Boom, du bist tot. Juhu. 9 Sternpunkte. Yay. Was wir hier kurz machen, ist den Partner wechseln. Ich glaube, ich nehme hier. Bombette muss ich nehmen. Wegen einem ganz speziellen, bestimmten Grund. Der kommt noch. Und hier kann man einfach drüber springen, wenn man eine gute Reaktion hat. Moment. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte die... Oh Mann, ey. Oh, 6 Schaden. Bist du behindert oder was? Ich gehe hier einfach weg. Nein, nicht Mitglied wechseln. Fliehen. Ah, fliehe. Und dann mache ich das hier, solange ich unverwundbar bin. Nein, ich wurde wieder angegriffen, oh mein Gott! Okay, vergesst das, ich mach das nicht so. Das kostet mich viel zu viel Leben. Will die hören. Oh Gott, ich komme hier nicht mal weg, oder? Ja doch, ich komme weg. Wisst ihr was, ich mach das anders, ich mach das so. Boom! Nein, oh was zur Hölle! Komm schon, ey, das geht so nicht. Okay, ich hab's abgewehrt. Gut, machen wir das nochmal, fliehen. Oh, fliehen! Okay, wisst ihr was? Ich überspringe die. Oh, tschüss. Das geht auch so. Das kann man auch so machen. Yeah. Aber die geben eigentlich voll viele Sternpunkte. Das. Nur und weit nicht gar nicht. Oh Gott. Ich hasse diesen Abschnitt. Na komm, die besiegen wir jetzt. Dann verlieren wir nicht 1000 Münzen. Und du kommst noch den hier an. Oh, boom. Badam. Ich mag sie, die immer explodieren noch am Ende. Das ist voll cool. Okay, und damit wir die Bomben auch mal zeigen, greife ich jetzt mal. Greife ich die auch mal an. Oh, das war gar kein Erstangriff. What the fuck? Okay, die haben ziemlich viele Verteidigungen und die Schwäche für die Bomben, das ist hier eine Bombe. Wer hätte das gedacht? Alle, die im Boden sind. Und 100. 3. Oh ja, voll viel Schaden. Eigentlich nicht. Okay. Aber ich glaube, die haben auch nicht so viele. Verteidigung. HP meine ich. Die haben ziemlich viel Verteidigung, aber kaum HP. Das ist ihre Schwachstelle. Ja. Okay. Oh Gott.
Wisst ihr was? Ich bestell schon. Kein Bock. Das macht immer 7 Schaden. Das ist egal, wie viel Verteidigung die Gegner haben, weil das so voll die Sterne sind, die auf die Köpfe fallen und die sind voll hart und die machen weh. Top, top. Kriegen wir ein Level up? Kriegen Level up, oder? Nee, noch nicht ganz. 2 Punkte noch. Oh, dann müssen wir so eine Bombe besiegen. Das geht dann voll schnell. Yeah, wir haben sie besiegt. Yeah. Okay, Leute, da oben, da geht's weiter und ich würde sagen, erst im nächsten Part geht's dann da oben weiter. Also, danke fürs Schauen, bis zum nächsten Mal. Ciao!